So, und da sind wir wieder. Mal wieder. Jedenfalls, ja, für mich. Zum sechsten Teil. Und wir sind immer noch in den Protokollruinen. Oder in dem Wald. Wo wir diesen doofen Weg suchen, wenn es ihn überhaupt gibt. Vielleicht finden wir ihn ja raus. Ist hier irgendwie ein unsicher. Ah, gut, dass es dieses doofe Viech hier. Da ging's lang. Ah, aha. Aha. Okay, irgendwie uncool. Technik hast du immer noch keine gelernt. Vielleicht muss ich da ja irgendwie was Besonderes machen. Keine Ahnung. 60 Schaden ist nicht wirklich die Welt. Im Gegensatz zu ihm, weil er macht ja 20 mehr. Mindestens. So gesehen halte ich nicht viel aus. Das war meine Tastatur, falls sich wer fragt. Ich meine natürlich mehr als er, aber trotzdem. Und das war uncool. Und diese Leiste ist bald voll. Ah, das ist auch schön. Oh, eine Attacke noch von mir. Meiner strauchelt auch schon. Boing, und tschüss. Das war's. Bye bye. Adios, amigo. Und Level up. Protokollwald. Ja. Achso, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Keine Ahnung. Machen wir es mal so. Ha, cool. So. Ja. Ist hier irgendwas? Nö. Ah, Monster, was mich angreift. Oha. Hab ich gegen dieses Viech überhaupt eine Chance? Ich glaube, das war sogar auf Ultra. Oder ist sogar mehr Schaden als beim anderen. Aber ich bin jetzt bestimmt tot. Doch nicht. 34 und vergiftet. Dann ziehe ich trotzdem dreimal aufzuholen, weil ich habe keine Lust, dass meine anderen Viecher vergiftet werden. Ui. Ja, das war's. Ja, ganz klare Sache. Da, muss man kein Professor sein. Apropos Professor. Weil morgen könnte ich eigentlich mal wieder Tuna Half. Ach, Tuna Half heißt schon. The Big Bang. Was haltet ihr eigentlich so von Big Bang? The Big Bang Theory. Ich finde, es ist eigentlich eine sehr interessante Serie. Lustig vor allem. Wie schade. Genau, das Vieh hier sortieren, weil es ist ja tot, wenn man möchte. Oh, keine Ahnung, ob ihr das gerade gehört habt, aber ich habe gerade eine Nachricht bei Steam bekommen. Oh, noch eine. Gucke ich jetzt nach. Nö, die können auch die 5 Minuten warten, wenn es wichtig ist. Und ich glaube, ich hätte nicht hier reingehen sollen. Noch nicht. Auf keinen Fall. Glaube ich. Minotauro, Mann. Ja.
Nö. Und gerade mache ich den Katzer. Hilfe. Und er macht 163. Kampf bis zum Tod. Das kann sogar noch was werden. Schön, schön. Auch wenn ich jetzt den netten Weg nach draußen nehmen werde. Oh, scheiße. Oh, Glück gehabt. Und war wieder nicht. Protokollin, weil ich habe, glaube ich, kein einziges Monster, also ist abgesehen von ihm hier und mein Angemon, was nach einem Tod, nach einem Schlag tot ist, ich kein Monster, das hier was reißen könnte. Und deshalb werde ich jetzt auch fliehen, weil ich selber sehe das als Schwachsinnig an. Und das ist jetzt echt scheiße. Weil das Viech wird jetzt sterben auf dem Weg. Och ne, nicht nochmal den ganzen doofen Weg. Leise. Tut mir leid, aber. Da. Tut mir leid, aber ich hoffe, dass ich ja, hier wenigstens rauskomme. Oder weiteres. Ja. Ah, ich vergaß. Hm, 89 macht Hälfte und der haut mir jetzt nochmal richtig schön viel weg. Doch nicht, aber die Vergiftung wird bestimmt. Hm? Ich dachte, die Vergiftung bleibt auch da. Na, schön noch. Aber keine Digitation. Ja, und ich werde jetzt auch nochmal zurückwandern, um zu gucken, was meine netten, treuen Verbündeten so sagen. Was die so machen. Weil ich habe keine Aufgabe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sorry, aber... Ich bin früher weitergekommen, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht wie. Ich habe mal eine Idee. Da war, glaube ich, was... wo ich vorher noch nicht war. Hier links, unten links. Oder war ich hier doch schon? Doch, hier war ich vor. Vielmehr bin ich froh, dass ich das alles überlebt habe. Karte, Technik, sortieren. Du und du, ihr werdet getauscht. Oder? Nee. Doch. Ich will erstmal die erste Attacke von Angemon haben. Angemon. Ja. Angemon. Und dann gucke ich weiter, was gemacht wird. Und ich will wissen, was diese Leiste da oben zu sagen hat. Ob ich die gleich irgendwie selber aktiviere, ob sich von alleine aktiviert. Was passiert? Wer stirbt?
eben die Fragen, die man sich stellt, wenn man so eine Leistung sieht. Yeah, 10 Erfahrungspunkte. Ich will diese komischen Schuhe kriegen, damit ich die Bäume treten kann. Vielleicht muss ich ja nochmal zurück zu den, sag schon hier, zu den Kartenhikes. Weil ich weiß, dass ich damals einen Kampf gemacht habe. Vielleicht muss ich den ja von der Quest aus, vom Spiel aus her machen. Aber ich meine, die eine nette Dame, mit der ich hergekommen bin, hat ja gesagt, dass ich, dass sie zu dieser Stadt hier möchte. Und ich soll vorgehen. Aber na. Level 4. Ich glaube, das ist der letzte Kampf, dann beende ich diesen Part. Ich glaube, dann bin ich auch für heute fertig. Mit 6 Parts erstmal. Na, no, und das ist bei mir schon 1 Uhr und irgendwie in der Woche ist es schlecht. Ja, schön abgeklatscht. Und ich finde, eigentlich muss ich diese Viecher ja noch schon verbessern. Von den Fähigkeiten konnte man das ja bei Leomon. Radwald West. Achso, ja, genau, ich wollte beenden. So, ich verabschiede mich dann für diesen Teil von Digimon World 2003. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal. Abonniert mich. Guckt mich weiter. Etc. etc. Bis dann.